Oh mein Gott, was war das für ein letzter kranker Part? Holy shit! Also, ich habe ja in diesem letzten Part mit Crunch gespielt und ich muss tatsächlich sagen, der ist abgegangen ohne Ende. Also, ich habe, als ich damals Crunch mal in den Part gespielt habe, den ich verworfen habe, hat er sich so kacke steuern lassen. Also wirklich, wirklich kacke steuern lassen. Und in diesem Part, gestrigen, also ich glaube für euch kommt der, also für euch ist es der gestrige, für mich ist es der, der vor ein paar Minuten erst passiert ist, der ging halt echt ab. Also, wow. Definitiv, definitiv. Wow. Aber in Ordnung, damit auch willkommen zurück zu Diddy Kong Racing, zum Trophy Race, heute mit Tipsy. Und ich probiere tatsächlich jetzt mich mal wirklich anzustrengen, weil ich habe oft den Trophy Race tatsächlich, ungelogen unterschätzt. Also, ich habe den echt auf die leichte Schulter genommen, weil ich mir den halt so wie bei Mario Kart vorgestellt habe. Die Cups so richtig schön chillig, mit allem drum und dran. Aber so ist das hier nicht. Hier wird hier wirklich alles von dir abverlangt. Und mit alles meine ich tatsächlich alles. Aber okay. Jetzt benutzen wir hier wieder diese Abkürzung, weil die uns definitiv vor Crunch bringen müsste. Den MVP des letzten Parts. Und dadurch haben wir uns den ersten Platz doch nicht gesichert. Doch, jetzt hat. Alter, ich dachte gerade schon, what the fuck? Wieso bin ich noch nicht Erster? Aber das hat sich erledigt. Und nun haben wir den ersten Platz erreicht. Nice. Und ich probiere das hier tatsächlich dieses Mal komplett zu first try. Ich weiß nicht, wie das sich ergeben wird, aber ich probiere definitiv mein Bestes. Aber in diesem Bereich habe ich mir sowieso wieder einiges vorgenommen. An sich habe ich so durchgeplant, den Trophy Race hier natürlich abzuschließen. Dann noch den Schlüssel mit der Schlüsseltür zu finden, den wir natürlich noch nicht haben. Und die müssen wir natürlich auch noch erledigen. Danach... Okay, das war jetzt gerade ein leichtes Durcheinander. So rechts gegen die Wand, links gegen die Wand und dann noch kopfüber in den Scheißhaufen und na, hast du nicht gesehen. Also, das war gerade leicht durcheinander. Aber auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, hier diese Welt komplett abzuschließen, um es kurz zu fassen. Also mit Trophy Ray, Schlüsseltür und dann in die nächste Welt tatsächlich aufzubrechen. Weil wir sind wirklich schon sehr, sehr weit gekommen in diesem LP. Weil vier Welten hat dieses Spiel meines Wissens nach. Drei Stück haben wir schon erledigt, dann nach diesem Part zumindest, drei Stück. Und ich wusste, dass dieses Projekt nicht lange gehen würde, aber dass es so schnell endet, hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet. Aber naja, so ist es nun eben mal eben. Dafür ist dann gleich wieder ein Projekt, Platz für neue Projekte und Kursprojekte, die ich mir dieses Jahr definitiv vorgenommen habe. Aber konzentrieren wir uns jetzt erstmal nicht mehr auf weitere Zukunftssachen, sondern probieren wir jetzt erstmal die Gegenwart hier zu meistern und dieses Rennen zu schaffen. Weil sechster Platz ist nicht akzeptabel. Also, Tipsy, reiß hier was, ohne gegen irgendwelchen Wände zu fahren. Du Wandmagnet, Mann. Okay, ab hier irgendwo um die Kurve. Ich wollte eigentlich noch abbremsen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Allgemein lässt sie sich etwas, die lässt sich jetzt wieder komplett anders steuern als Crunch, weil Crunch beim letzten Part etwas schwerfälliger von der Steuerung her. Und Tipsy steuert sich jetzt so richtig schnell und smooth, aber leider war nicht mehr als der fünfte Platz drin. Ah, aber das war auch die Leistung für dieses Rennen, weil die Leistung in diesem Rennen war wirklich katastrophal. Und Crunch ist jetzt mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Und das können wir tatsächlich nicht so stehen lassen. Weil so können wir definitiv die Trophy Race nicht gewinnen. Deswegen müssen wir jetzt in diesen beiden Rennen alles rausholen, was wir drauf haben. Okay, Tipsy, ich verlasse mich auf dich. Und mit Hovercraft lässt du dich vielleicht etwas blöd steuern, tatsächlich. Aber ich glaube, mit dem Kart lässt du dich sehr, sehr geil steuern, weil das merke ich jetzt schon, wie gut es sich hier steuern lässt, selbst wenn ich wieder gegen eine Wand gefahren bin. Alter! Also ich und Wende heute, wir sind, glaube ich, wie Yin und Yang. Irgendwie so, und jetzt hat sich schon wieder eine Wand, ich glaube nicht. Dass ich doch gegen Wände fahren muss. Tipsy, what's wrong with you? Ich weiß, du bist weiblich, okay? Obwohl, ich lasse lieber den Witz. Den lasse ich, glaube ich, wirklich, weil das ist nicht gut. Natürlich ist er nicht ernst gemeint, aber irgendwie, der hätte es echt gepasst. Wie mal, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Das würde ich aber nicht aussprechen, das könnt ihr aussprechen in den Kommentaren, denn seid ihr das, wo das gesagt hat, und nicht ich. Und ja, aber ihr wisst, glaube ich, definitiv, worauf ich hinaus möchte. Aber in Ordnung, ballern wir hier mit Diddy weg, holen uns hier eine neue Rakete und probieren wir es uns den ersten Platz weiterhin zu sichern.
Weil das wird es hier definitiv nicht keine einfache Aktion werden. Und jetzt haben wir wieder eine Rakete. Na super. Und wo ist Crunch eigentlich? Yo, wo ist Crunch? Wie weit hinten ist der bitte? WTF? Ich sehe den halt echt nirgendwo, ne? Aber okay, gut für uns. Dadurch können wir unseren Vorsprung weiter ausbauen. Und je weiter hinten er ist, umso mehr Punkte haben wir dann hier auf dem ersten Platz verdient. Und desto größer ist unsere Chance auf den Sieg. Aber okay, Tipsy. Jetzt probieren wir nicht gegen die Wand zu fahren, aber leider. Ja, was soll ich sagen? Kann ich von denen nichts anderes erwarten, außer gegen die Wand zu fahren, ne? Nicht wahr? Aber okay. Probieren wir einfach das Beste draus zu machen. Weil wir sind tatsächlich ganz knapp auf dem ersten Platz. Und das mit einem absoluten Krieg. Aber, oh nein, oh nein, oh nein, oh. Ich hätte fast den ersten Platz versaut. Alter. Da ich da noch erster wurde, ist heftig. Und Crunch, du bist doch Vierter? Lol. Okay. Das war, passt uns tatsächlich einen ziemlich guten Vorsprung. Jetzt sind wir nämlich Punkte gleich. Und jetzt müssen wir nur noch dieses Rennen gewinnen. Weil dann haben wir den ersten Platz uns schon mal gesichert. Okay, also gib dein Bestes. Und probieren wir dieses Rennen nun auch zu meistern. Und zum Soundtrack habe ich tatsächlich noch gar kein Wort verloren, weil das war ich ja eigentlich immer pro Welt. Also ich muss tatsächlich sagen, in dieser Welt gefällt mir der Soundtrack zwar schon, aber nicht so heftig wie in den anderen beiden Welten. Also die erste und die zweite Welt, muss ich tatsächlich sagen, hat mir der Soundtrack dort am besten gefallen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es an der Stimmung lag oder so, aber ich finde, hier ist er irgendwie am schwächsten bis jetzt. Ich weiß nicht, wie der Soundtrack aus der Welt 4 ist, weil daran erinnert mich halt überhaupt nicht mehr. Aber wenn der auf diesem Niveau ist, sage ich persönlich, lässt der Soundtrack wahrscheinlich am Ende des Spiels etwas nach. Aber wenn der dann wieder so richtig reinkickt, wo man einfach nur mitfiebert, dann sage ich persönlich top. Aber meiner Meinung nach ist der Soundtrack hier in Welt 3 am schwächsten. Bis jetzt. Ich weiß nicht, wie Welt 4 es ist auf den Stand. Aber egal. Konzentrieren wir uns jetzt, den ersten Platz zu halten. Weil wir haben den jetzt zum Glück. Crunch ist auch noch ein bisschen weiter hinter uns. Und wir müssen jetzt eigentlich nur diesen Platz bekommen. Wenn wir diesen haben, haben wir gewonnen. Weil Crunch kann dann noch welchen Platz er sein. Dadurch, dass wir punktegleich sind, kann er uns nicht überholen. Und das sieht tatsächlich gut aus. Yes. Oh yeah. Und Crunch ist tatsächlich Dritter geworden. Tja, Crunch. Und dann würde ich tatsächlich sagen, haben wir das hier noch gemeistert. Und nun haben wir den ersten Platz zum allerersten Mal in dieser LP auf First Try geschafft. Naja, für alles gibt's ein erstes Mal, oder? Cool. Aber, okay. Leute, ich würde dann tatsächlich sagen, ich schneide euch dann den Schlüssel rein, weil bei dem habe ich aktuell doch keine Ahnung, wo der ist. Den muss ich tatsächlich mal nachschauen. Tut mir leid dafür, dass ich im Internet googeln muss. Aber auf jeden Fall, Leute, sehen wir uns, wenn ich diesen gefunden habe. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe mir das gefunden. Auf jeden Fall. Ihr müsst jetzt hier diesen Beschleunigungsstreifen nutzen, fahren und dort hintergehen. Frag mich nicht, wie man darauf kommen soll, dass dort hinten der Schlüssel ist. Frag mich nicht. Kein Wunder, dass ich den nicht gefunden habe. Aber hier hätten wir dann den ersten Schlüssel, wenn ich ihn kriegen würde. Das wäre auch ganz nett und so. Also, Dankeschön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich dieses Rennen hier beendet habe. Bis gleich. Yeah! Und hier haben wir nun die nächste Schlüsseltür. Und mal schauen, was dort noch auf uns wartet, weil die ersten beiden Challenges waren eigentlich ganz chillig mit den Dino-Eiern. Die fand ich tatsächlich am entspanntesten. Die dann mit dem, Battle Mode fand ich es so cool, aber ein bisschen träge. Und mal schauen, was es jetzt ist. Der letzte Spieler, der übrig bleibt, gewinnt. Ach, schon wieder so ein Battle Mode. Oh ne. Ach du Kacke. Das kann ja nur heiter werden, ey. Weil der letzte war schon, ja, ein bisschen anstrengend. Hat dann am Ende einen kleinen verbackten Charakter. Was es ist, sage ich hier nicht. Schaut euch einfach den Part an. Und dann werdet ihr es definitiv sehen. Auf jeden Fall war das ziemlich funny. Aber ich muss echt sagen, er fühlt sich halt echt hier ein bisschen in die Länge gespielt. Er fühlt sich ziemlich stark gestreckt an. Ich hätte es wirklich besser gefunden. Hätten sie es bei Mario Kart gemacht. Jeder hat drei Ballons, ab drei Treffern ist jeder tot. Punkt. Wäre deutlich entspannter gewesen. Obwohl ich sagen muss, diese Arena finde ich deutlich besser als die davorherige in Welt 2. Weil die in Welt 2, die war ja mal echt kacke. Also, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber, naja.
Hier haben wir halt ein echt großes, offenes Areal, wo man halt echt abgehen kann ohne Ende und oh, wow, wow. Da hat er mich erwischt, der Drecksack. Da hat er mich tatsächlich erwischt. Nicht schlecht, Didi. Aber in Ordnung. Holen wir uns dann diesen roten Ballon und den dort hinten noch. Haben das Power-Up-Item. Und nun müssen wir uns hier nur noch konzentrieren. Und da vorne ist schon mal unser guter alter Bär Banjo, den ich jetzt gerne auch abschießen würde. Boots. Und danke. Was? Lol. Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Auf einmal wurde ich übelst in die Luft geschossen. Und dann wurde ich von der Rakete getroffen. Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Ich bin da definitiv gerade überfragt. Aber okay. Okay. Akzeptiere ich. Aber wow, wir haben alle nur noch zwei Leben. Ja moin. Da würde ich mal sagen, Didi 1, Boots und... Lol, da haben sie auch noch alles Scheiße. Okay, das könnte jetzt tatsächlich am Ende noch eng werden, weil es dürfen uns nichts mehr erlauben. Nichts. Jetzt sind wir tot. Okay, Banjo, tschüss. Gut. Und es ist nur noch Tiptop. Nur noch Tiptop. Und dieser war bitte dort. Yes! Also gegen Ende wurde es tatsächlich nochmal knapp. Also gegen Ende wurde es wirklich nochmal ziemlich hart knapp. Aber hey, what's up? Und gib mir dieses Amulett und nun haben wir schon drei Teile davon. Noch ein Teil des TT-Amuletts ist übrig. Bald hast du es geschafft. Viel Glück. Dankeschön. Und wenn ihr mich hier kurz entschuldigen würdet, ich würde mir mal ganz kurz was trinken, weil ich habe gerade einen ziemlich trockenen Hals. Tut mir leid dafür, dass ich im Part was trinken muss. Aber muss mal sein. Und wir sehen uns dann, wenn ich aus der Welt raus bin und fertig bin mit Trinken. Also, bis gleich. Okay, jetzt sind wir draußen. Und tatsächlich verbirgt sich hier ein geheimer goldener Ballon. Nämlich dort hinten. Den habe ich mal gefunden, als ich den Curry-Tag gewechselt habe und wieder zurück in die nächste Welt gegangen bin. Oder in diese Welt, besser gesagt, gegangen bin. Und nun haben wir 30 Stück. Das ist auch schon mal eine anständige Zahl. Kann man wirklich nicht sagen. Und ich habe mich noch schon immer gefragt, was das für eine Tafel ist. Aber da steht Trophy. Heißt es quasi, wenn wir alle Trophy Races abgeschlossen haben, dass ja irgendwas passieren wird? Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Oh. Aber okay. Aber um die nächste Welt betreten zu können, brauchen wir erstmal ein anderes Vehikel. Und dafür benötigen wir, glaube ich, tatsächlich das Flugzeug. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo die nächste Welt war. Uiuiui. Das wird jetzt erstmal eine Sucherei. Autsch. Okay, da war es schon mal nicht. Und Hilfe. Gott, verdammt, wo war denn das nochmal die letzte Welt? Die habe ich ja mal voll verpeilt. Das ist schon so lange her. Und was ist da? Lol. Oh. Okay. Anscheinend gefunden. Kommt durch Zufall. Ja, moin. Aber okay. Würde ich mal sagen, dadurch, dass wir jetzt in der letzten Welt sind, machen wir weiter mit der Windmühlenebene. Weil Zeit für diese Strecke und so haben wir in diesem Part definitiv noch. Und das ist tatsächlich ein Flugzeugrennen. Nice. Oh wow, das sieht eigentlich ganz schön aus. Get ready. Go. Und ich muss tatsächlich mal kurz sagen, irgendwie diese kleine Anlehnung an Banjo, dass da gerade so Strohhaufen sind mit Augen. Das erinnert halt echt ziemlich krass an Banjo. Haben sie da zum ersten Mal die Idee bekommen, einfach Augen auf wie alles, was irgendwie geht, in ein Spiel drauf zu klatschen und dann quasi ein ganzes Spiel darum zu machen und dann nach Hause gehen zu können? Weil wenn man mal das so ganz simpel überlegt, eigentlich ist es eine ziemlich geniale Idee gewesen von denen. Zum anderen muss man sagen, wie kommt man darauf, auf den Baum und auf alles mögliche einfach nur Augen drauf zu klatschen und das als Charaktere ausgeben zu lassen? Aber es ist halt wirklich genial, weil du dir so viel Zeit sparst mit Charakterdesigns und so. Das ist halt echt heftig. Also, man muss es eben diesen wirklich lassen. Also, Rare, das war eine geniale Idee. Wirklich. Eine ziemlich, ziemlich geniale Idee. Aber in Ordnung. Den ersten Platz haben wir uns aktuell immer noch sichern können. Und tatsächlich muss ich sagen, die Musik hier gefällt mir, ist definitiv besser als in Welt 3 bis jetzt. Also, die gefällt mir. Aber irgendwie hat sie immer noch nicht diesen Pep, der mir in Welt 1 und 2 da so vorhanden war. Es ist quasi so zwischen Welt 2, 1, 2 und 3. Definitiv besser als 3, kann ich jetzt schon mal sagen. Weil dieser gefällt mir eigentlich schon deutlich besser als der in Welt 3, jeder Soundtrack. Das Boss-Film ist ja immer gleich. Aber an sich so, ja, er hat was.
Und ich muss tatsächlich sagen, mir erinnert mich irgendwie, wenn ich diesen Soundtrack höre, muss ich an Spirit Tracks denken. Was irgendwie auch noch als EP auf dem Kanal starten wird. Das Family Design habe ich zufälligerweise auch schon davon gemacht. Aber das poste ich natürlich noch nicht auf Twitter, weil ich sagte ja damals schon, dass ich nicht alles auf Twitter posten werde, weil dann nimmt es ja ein bisschen die Überraschung weg. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal verlassen. Ein Let's Play zu Spirit Tracks wird kommen. Ist schon in Planung. Ich weiß auch schon, wie ich es umsetzen werde mit allem drum und dran. Also freut euch schon mal drauf. Selbst wenn es eines der Setters ist, die nicht so ganz beliebt sind. Aber für dieses Jahr haben wir ja schon mal zwei andere Setters in Planung, nämlich Ocarina of Time und A Link to the Past, die ich mir dieses Jahr vorgenommen habe. Und die sind auch meine Prioritätsliste. Alle anderen Zeldas, die eventuell noch reinkommen könnten, ja, können kommen, müssen aber nicht kommen. Aber das erste Rennen, würde ich mal sagen, haben wir fabelhaft gemeistert. Nice. Dann würde ich gleich sagen, fackeln wir nicht lange und gehen gleich ins nächste Level. Nämlich die grüne oder grünen Stadt. Grünenstadt, ne? Aber diese Strecke hat mir schon damals als Kind tatsächlich noch gefallen, weil an die erinnere ich mich noch ein bisschen. Weil das hat hier so ein richtig cooles Burg-Theme. Oder quasi das, so die Atmosphäre hier einfach von einer Burg vermittelt das hier. Und das ist halt einfach cool. Ich mag das. Und hier haben wir wieder leider denselben Soundtrack tatsächlich. Aber das finde ich jetzt nicht allzu so schlimm. Wiederum ist es halt wieder schon blöd, dass man hier schon wieder den gleichen Soundtrack hört wie in der ersten Strecke. Aber ich denke mal, es wird sich definitiv noch ändern. Aber in Ordnung, dort rechts, links konnten wir jetzt gerade entlang fahren. Das merke ich mir dann fürs nächste Mal, für die nächste Runde. Weil da würde ich schon gerne entlang fahren und wissen, was dort sich verbirgt. Also das würde mich tatsächlich ziemlich stark interessieren. Okay, ballern wir dich erstmal weg, holen uns dann diesen roten Ballon hier und probieren jetzt erstmal Diddy und Tiptop zu überholen. Damit wir hier einen guten Vorsprung erhaschen können. Also in Ordnung. Um die Kurve. Um die Kurve. Und dort hoch. Selbst wenn es gerade etwas verlangsamt wurde. Aber okay. Driften. Und. Shit. Und nun links da. Und rechts. Oh Gott. Und das ist nur eine Abkürzung? Ach come on. Ernsthaft jetzt? Ich hab gedacht, ich hab übelst das krasse Secret oder so gefunden. Aber anscheinend nicht. Keine. Aber in Ordnung. Ballern wir dich weg. Gut. Ciao, Diddy. Aber in Ordnung. Tipptopp, jetzt bleibst du noch du übrig. Nur noch dich müssen wir überholen, um uns den ersten Platz sichern zu können. Aber ich denke mal, das wird echt kein Problem werden mit Tipptopp. Weil Tipptopp ist es sich gerade, ja, auf diesen High Level gerade drauf, den man nicht überholen könnte. Allgemein die erste Runde der Strecken ist sowieso immer am einfachsten, wenn ich nicht gegen die Wand fahren würde. Alter, das ist echt so der Part der Wende, oder? So ohne Witz, dagegen gefühlte jede dritte Wand. Aber in Ordnung, um die Kurve, Beschleunigung streichen. Und hier nochmal mitnehmen und einlegen und fertig. Und am Ende natürlich nochmal in der Blase landen. Ja, moin. Oh Mann, ey. Aber in Ordnung, Leute. Ich würde tatsächlich sagen, das war's mit diesem Part. Lasst einen Like-Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und im nächsten Part machen wir weiter mit dieser Welt. Und dann mal schauen, wo wir landen werden. Weil anscheinend würde dieses EP echt nicht mehr lange dauern. Weil wir sind schon ziemlich, ziemlich weit. Noch zwei Level, noch einmal Silvercoins mit Trophy Race und Boss. Und dann war's das. Also, lasst einen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und dann das nächste Mal bei Diddy Kong Racing. Bis dann und ciao.